Wollen wir zusammen in diesem Video gleich dir kurz und knackig anhand von Beispielen, wie du Pensionsrückstellungen grundsätzlich bildest, erhöhst und herabsetzt, aber auch was diese grundsätzlich sind. Zuallererst, was ist denn überhaupt das? Naja, Pensionsrückstellungen werden von Unternehmen für ihre Mitarbeiter gebildet. Und es handelt sich dabei um eine Art Betriebspension oder Betriebsrente genannt, die der Mitarbeiter dann im Ruhestand zum Beispiel monatlich oder eben auf einmal erhält. Also, ganz einfaches Szenario, der Mitarbeiter arbeitet fürs Unternehmen Jahr für Jahr und das Unternehmen macht dann Gewinne. Und diese Gewinne zahlt das Unternehmen, also spart diese an, in den sogenannten Pensionsrückstellungen. Und dann, wenn der Mitarbeiter alt wird, passiert das wie folgt, diese angesparten Rückstellungen, die er unterm Jahr oder während der Ansparung übrigens auch finanziell verwenden konnte, zinsfrei, weil es ja kostenlos in seinem Unternehmen zur Verfügung war, das zahlt er nun monatlich oder auf einmal an den guten Bad Boy aus, damit er dann was Schönes in seiner Rente damit machen kann. Nun folgender Geschäftsfall. Wir bilden Pensionsrückstellungen in Höhe von 15.000 Euro, weil wir das eben bilden müssen oder eben weil wir diese erhöhen, weil wir einfach mehr Angestellte zum Beispiel haben. Also ganz normal, Aufwendungen für Altersvorsorge, das Aufwandskonto mit 15.000 Euro, an Pensionsrückstellungen, dieses passive Bestandskonto, 15.000 Euro. Natürlich gibt es auch das Szenario, dass wir eine Pensionsrückstellung zum Beispiel herabsetzen, also im Endeffekt weniger wird. Was machen wir? Pensionsrückstellungen, das passive Bestandskonto nehmen wir auf die Soll-Seite mit 2.900 Euro, an Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen, das ist ein Ertragskonto, mit 2.900 Euro.